Am nächsten Tag wartet eine besonders schrille Überraschung auf Polizeihauptkommissar Holger Detlefsen. Interessante Kundschaft, ja. Hallo. Guten Tag. Ich wurde beklaut. Ich komme gerade von der Cosplay-Convention. Und mir wurde an den Stand einfach alles weggenommen. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Anna Müller. Ich gehe mit ihr ins Büro. Ja, mach das. Lass mir mal erklären, wo sie herkommt. Gut, Frau Müller, kommen Sie mit? Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Mein Name ist Detlefsen von der Polizei. So, und von was kommen Sie bitte? Ich komme von der Cosplay-Convention. Karneval? Nein, das ist, da verkleiden sich Leute für Spielfiguren, um Spielfiguren. Okay. Und ach, ich bin total aufgelöst. Mir wurde einfach mein Account weggenommen. Also mein Account, ich komme, ich kann mich nicht mehr einloggen, es geht gar nichts mehr. Ihr Spiele-Account nehme ich mal an, ja? Richtig, ich streame online. Und einfach war plötzlich weg, ich wollte mich einloggen, ich habe dort einen Stand und wollte mir das, ich wollte den Leuten was zeigen, immerhin. Kennen die Leute mich, die sehen mich und dann kann ich mich da nicht einloggen und meine Existenz hängt davon ab. Also Sie leben von diesem... Ich lebe von dem Streaming, Cosplay. Genau. Genau, so in etwa, nur okay. Von dem Streaming. Also ich spiele online. Ich spiele Online-Spiele und die Leute können mir dabei zusehen und ich mache dort Werbung. Und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Eher gesagt, mein Studium, ich studiere Kunst. Und ohne diesen Streaming kann ich mein Kunststudium nicht finanzieren und es ist einfach alles weg. Gut, das habe ich verstanden, aber wer kann auf Ihre Daten zugreifen? Ich nehme an, das geht ja nur über ein Passwort, oder? Eigentlich ja, also E-Mail und Passwort, aber da steht einfach, diese Login-Daten sind nicht mehr verfügbar, ich komme nicht rein. Haben Sie denn irgendwie einen Verdacht, wer das sein könnte, wer irgendwie auf Ihre Daten zugreifen könnte, wer vielleicht Ihr Passwort gekannt hat? Also einen Verdacht habe ich schon. Okay. Und zwar meine Mitbewohnerin. Ah, Sie leben in der Wohngemeinschaft, richtig, ja? Richtig, Lara Becker. Die ist krank und die war ein bisschen eifersüchtig, dass sie heute nicht dabei sein kann. Und die macht dasselbe die, und... Ja, genau, das wäre meine Frage. Die spielt auch richtig, Cosplay. Richtig. Und die wäre auch mit Ihnen normalerweise auf dieser Veranstaltung gewesen. Ja, genau. Und die konnte nicht, weil sie erkrankt ist. Und sie hatte schon immer irgendwie einen kleinen Neid. Immerhin war ich immer schon ein bisschen besser und ich verdiene damit halt auch gut Geld und... Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ihr das nicht ganz so passt. Fakt ist, dass jemand das Passwort und die Umgebung kennen muss. Und dann hat die Frau Müller erzählt, dass ihre Mitbewohnerin, die Frau Becker, das gleiche Spiel spielt, allerdings wohl wesentlich schlechter, kein Geld damit verdient und möglicherweise auch Zugang zu ihrem Account hat und das Passwort kennt. Und somit war sie natürlich eine Tatverdächtige. Bevor Holger Detlefsen die Mitbewohnerin zur Wache bestellen kann, taucht diese freiwillig auf. Guten Tag. Wie ist Ihr Name? Lara Becker. Lara Becker. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, bei uns wurde eingebrochen. Mhm. Und ja, das wollte ich jetzt melden. Wann ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich lieg krank auf der Couch, ich war am Schlafen und dann bin ich auf Toilette. Was heißt bei uns? Also hat noch irgendjemand anders einen Schlüssel oder könnte noch irgendeine andere Person in der Wohnung gewesen sein? Ja, ich habe zwei Mitbewohnerinnen, aber die sind nicht da außer Haus. Die Eva ist auch in der Uni und die Anna, die ist auf so einem Gaming Cosplay Convention. Wie heißt sie mit Nachnamen, die Anna? Müller. Anna Müller mit. Ja, ich gehe mal beim Kollegen fragen. Da ist nämlich eine Anna Müller. Auch, ob die das vielleicht ist. Holger? Nee. Hier ist eine Lara Becker. Könnte das eventuell die Mitbewohnerin sein? Mal gucken. Frau Müller, gucken Sie mal. Ah, kennen Sie sich. Anna, was machst du hier? Bei uns wird eingebrochen. Was machst du hier? Mein Gaming-Account wurde gestohlen. Darf ich ganz kurz? Sie sind also die Mitbewohnerin von der Frau Müller, ja? Ja. Gut, weil die Frau Müller ist hier, weil man ihr ihren Online-Account geklaut hat. Ja, und Sie hätten ja auch Sie haben ja in der gemeinsamen Wohnung dann auch Zugang zu Ihren Daten wahrscheinlich. Und jetzt ist bei Ihnen eingebrochen worden. Ja. Ja, ich lieg den ganzen Tag krank auf der Couch, bin zur Toilette gegangen und habe gesehen, dass alle Konsolen weg sind. Unsere Comicsammlung ist weg, alles. Auch Sachen von mir? Ja, von uns beiden. Alles ist weg. Und Sie haben nicht mitbekommen, dass jemand in der Wohnung war? Nein. Als Sie die Wohnung verlassen haben, waren irgendwelche Einbruchsspuren an der Tür? Nein. Gar nichts? Nein. Also, wer immer reingekommen ist, muss einen Schlüssel gehabt haben, ja? Weil sonst wäre die Tür aufgebrochen. Wer hat bei Ihnen denn alles einen Schlüssel? Sie zwei? Sonst niemand? Oder? Und Eva Klein, unsere Mitbewohnerin. Wer ist jetzt Eva Klein? Unsere dritte Mitbewohnerin. Noch eine WG-Beteiligte, ja? Richtig. Eva Klein. Die hat auch einen Schlüssel. Ja. Könnte Frau Klein auch ihr Passwort kennen?
Nein. Die kennt das nicht. Also die hält von dem ganzen Kram auch überhaupt nichts. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Eva Klein. Ich wollte einen Diebstahl melden. Okay, was wurde denn geklaut? Meine Haustürschlüssel. Also ich komme gerade von der Uni und dann ist mir aufgefallen, dass der Schlüssel nicht mehr da ist. Und ich bin mir 100% sicher, dass der in der Tasche war. In Ihrer Tasche, die Sie mit in der Uni hatten? Genau, also ich bin mir sicher, dass ich den eingepackt habe. Hä? Was macht ihr denn hier? Bei uns wurde eingebrochen. Ach du Scheiße. Ja, weil mein Schlüssel wurde geklaut. Wie, dein Schlüssel wurde geklaut? Ja, also der ist nicht mehr in meiner Tasche, keine Ahnung. Ich war in der Uni, dann wollte ich nach Hause und mir ist aufgefallen, dass der Schlüssel nicht mehr da ist. Ach du Scheiße. Und ich wollte jetzt extra schnell hier hin, um das zu verhindern. Ich nehme mal an, Sie sind dann die dritte Mitbewohnerin dieser Wohngemeinschaft. Ja. Und Ihnen fehlt der Schlüssel? Ja, mein Haustürschlüssel nur. Also sonst ist alles in der Tasche, nur der Haustürschlüssel fehlt. Okay. Wo Ihnen der abhanden gekommen ist, wo der geklaut worden ist? Ich bin mir 100% sicher, dass ich den zu Hause in meine Tasche gepackt habe. Und dann auf einmal war er nicht mehr da. Also. Gut, Ihnen fehlt der Schlüssel, Ihnen fehlt Ihr Online-Account und Ihnen fehlen die Konsolen. Ich brauche noch mal kurz Ihren Ausweis. Ja. Sie haben den Schlüssel auch nicht von ihr, ja? Nein. Weil Sie vielleicht nicht mehr leiden können oder so. Wer sonst noch den Schlüssel haben kann bei Ihnen? Niemand. Wir haben nur 3 Schlüssel, die uns ausgehändigt wurde und die besitzen wir 3. Zur gleichen Zeit erreicht Jonas Schmidt zu Schichtbeginn die Wache. Dabei entdeckt der Polizeikommissar einen jungen Mann, der sich offenbar auf dem Parkplatz an etwas zu schaffen macht. Was machen Sie denn da? Ich habe nur gerade hier... Hier stand nämlich dieser Sack, da habe ich, Was für ein Sack? Mit diesen Sachen jetzt, denn ich dachte nur, da wäre noch was Brauchbares drin. Ich habe, ich wollte jetzt auch wieder zum Auto gehen, ich warte auf meine Freundin. Ja, Sie wissen aber schon, dass das eine Polizeiwache ist hier. Was haben Sie denn jetzt hier gemacht? Ich stand ja schon da, ich habe nur geguckt, was da drin ist. Ich wollte sofort wieder zum Auto gehen und dann, weil meine Freundin müsste auch gleich kommen. Wir müssen eigentlich auch weg. Ja, bleiben Sie mal hier, das klären wir jetzt erstmal. Dieser Sack stand hier, haben Sie gesagt? Ja, ja, der stand schon da, genau. Sie wollten aber nicht... Ja, bitte? Ich habe nur geschaut, was drin ist. Sie wollten aber nicht diesen Schrott da. Ist ja angeblich Schrott, oder? Ja, das sind irgendwelche Spielekonsolen, habe ich gesehen. Ja, wollten Sie aber nicht jetzt hier entsorgen, oder was? Nee, von mir ist das nicht, nee. Jonas Schmidt ist misstrauisch. Als die 3 WG-Bewohnerinnen die Wache verlassen, stellt sich heraus, es gibt eine Beziehung zwischen den Beteiligten. Hallo. Ah, seid ihr schon fertig? Ja, ich dachte, du wartest im Auto. Ja, dann können wir jetzt eigentlich schon. Ja, jetzt stopp mal, Sie kennen sich, oder was? Das ist meine Freundin, genau, ja. Ach, das ist Ihre Freundin? Richtig. Dann frage ich Sie doch ganz mal, was ist das denn? Also, kennen Sie das? Kennen Sie diese Sachen? Die wurden gerade bei uns als gestohlen gemeldet. Ja, das ist ja ein Zufall. Also, stimmt da was nicht, oder? Ja, ich habe, wie gesagt, gerade da liegen sehen und dann deswegen war ich ja mal gucken, aber ich wusste ja nicht, Ihre Version. Als Polizeikommissar Jonas Schmidt den Druck auf den Verdächtigen erhöht, kann dieser seine Lüge nicht mehr lange aufrechthalten. Was ist jetzt hier los? Ja, das war so, ich habe die Sachen gestohlen. Was? Ich habe die Sachen gestohlen aus dem Grund, weil du einfach nie Zeit für mich hattest. Weißt du, du widmest deine ganze Zeit diesen Online-Spielen, du bist auf diesen Conventions unterwegs und für mich bleibt einfach keine Zeit mehr übrig. Deswegen startest du so eine Aktion? Ich dachte, ich könnte dir damit vielleicht mal zeigen, dass es noch andere Sachen gibt. Das war meine Schuld. Ich habe die Sachen gestohlen. Okay, Ich habe dann Eva kommen sehen. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte, weil die Sachen waren in meinem Kofferraum gewesen. Mhm. Dann habe ich sie gerade hier hingestellt und habe dann gedacht, clever neben der Ja, aber mit also ich verstehe das nicht so wirklich, ne? Also das hätte man vielleicht auch auf eine andere Art und Weise lösen können. Vielleicht auch mit ihr mal sprechen, aber dann solche Sachen zu machen, ist dann nicht so toll, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Damit konnten Jonas Schmidt und Holger Detlefsen diesen Fall aufklären. Der Freund muss sich wegen Diebstahl und Computerbetrug verantworten. Seine Freundin hat ihm allerdings verziehen und will wieder mehr Zeit mit ihm verbringen.